Heiter geht's weiter mit unserer munteren 30 Kokotopia. Wieder mit dabei ist Erik schon. Wir befinden uns immer noch im Karanan-Palast. Hallo Erik. Hi. Auf, auf. Ich würde sagen, auf zu Prinz Arti Karanan. Den Arti holen wir uns, den alten Künstler, auch wenn er kein R ist. Und kein E. Ah, das E ist optional. Oder Y, keine Ahnung. Ja, das ist doch immer ein I. Was willst du gerade von mir? Ach, keine Ahnung. Oh, du Narr. Art ist Englisch, sowas ist dann. Oh, ist Lennart? Sowas von Lennart. Warte, Lennarti. Ich komme. Oh, schade, ich hatte gehofft, ich rufe Willem, bevor du da bist. Keine Sorge, ich bin nicht so langsam. Ich bin langsam, aber ich bin nicht so langsam. Auch nicht noch langsamer als ich normalerweise. Das stimmt, im echten Leben würdest du mir wegsprinten. Oder würdest du definitiv. Ich bezweifle, dass ich die Flocke machen würde. Ich glaube, du wärst nicht so gemein, würdest mich schieben. Es ist nichts anstrengender, als langsame Person von schnellen Menschen geschoben zu werden, die das Tempo dann angeben. Oh! Ich dachte, ich fall um. Meine Füße haben mich in dem Moment förmlich getragen. Ah, Erisch, wie ist es so, auf schnellem Fuß zu sein? Schnell. Ja? Im Gegensatz zu dir. Also ziemlich windig. Hm. Ich bin, weißt du? Vielleicht bist du so kälteempfindlich. Du spürst den Fahrtwind, ey. Während ich gehe. Ja, komm, mach mal. Ich hätte ein Auto überholt. Ich hab keinen Frosch. Alle parkende Autos krieg ich auch überholt. Das ist tatsächlich eine. Ah, ich gehöre zum Menschen, wenn man vom anderen Bürgersteigende sieht, ich tauche hinter ein Auto, fragt man sich echt, wann ich wieder vorher vorkomme. Ich bin so langsam, man könnte was meinen, ich verstecke mich dahinter. Anja fand es einfach so lustig, als mich eine Oma mit dem Regenschirm überholt hat. Die fand die Tatsache zu geil, dass die Oma auch einen Regenschirm hinter sich herschnürt, wie so eine typische Oma. Wie kann ich eine Oma mit Regenschirm überholen? Naja, wie gesagt, ich schlendere. Wie langsam schlenderst du bitte? Sehr. Auf zu Arka Karanan! Einen haben wir noch. Oh, ich hab wieder so einen blöden Kokotopia-Set-Teil bekommen da. Ja, krieg ich auch ständig. Hauen wir gleich alle in den Müll. Aha, ich häng fest. Da ist ein Türrahmen, ich auch. Dieser Türrahmen. Verflucht soll er sein. Perry, der Türrahmen. Sag mal, Nick. Ja. Weißt du eventuell, was Mikrone ist? Hast du es mal vielleicht selber gespielt oder so? Ich meine, bis langsam aber vielleicht. Spiel? Nein. Das ist ein Spiel. Es ist sozusagen. Ey, wir finden uns ein Verderben. Checkpot. Stell's dir folgendermaßen vor. Es ist eigentlich wie Verstecken. Mhm. Aber der Sucher hat sozusagen noch zusätzlich die Aufgabe, natürlich nicht nur zu finden, sondern quasi, wenn er dich gefunden hat, so schnell es geht, zurückzulaufen zu einem gewissen. Ja, Ort. Halt zu einem Treffpunkt sozusagen. Wenn der Sucher zuerst da ist, dann. Kenn ich. Okay. Da hat man einen Baum und dann, genau. Wenn ich da rankam, habe ich geschrien, Nick frei, dann habe ich gewonnen. Genau, wir hatten auch mal tatsächlich einen Baum. Da habe ich mir auch so ein Autos. Baum. Und wenn man drin spielt, ist es eine Säule. Drin? Ich habe noch nie drin gespielt. Klar, bei der Schulübernachtung. Ach, stimmt, das ist. Wobei, nee, das habe ich auch nicht gemacht. In der Schule darf man ja nicht rennen. Doch, bei Übernachtung schon. Nö, wir durften trotzdem nicht. Hattest du keine Schulübernachtung? Doch, aber wir durften trotzdem nicht. Was soll denn der Scheiß? Wir durften alles bei unserer Schule übernachten. Wir haben auch vorher gegrillt. Die war super. 8. Klasse. Was waren noch Zeiten? Weißt du, woran ich eigentlich dachte bei den Worten, wir durften alles? Hm? Exzessive Alkoholgenüsse. In der 8. Ja klar. Ja, wie alt ist man in der 8. Klasse? 14? Ist genug für Alkohol, das ist der Punkt. 14, oder? Ich meine ja. Ja, 14 von ungefähr. 13, 14 rum, genau. Mhm. Das war noch Zeit. Boah, 5 Jahre ist schon bei mir her. Wollen wir darüber reden, wie lange es bei dir her ist? Eher so 7, 8.
Erich, hast du irgendwas Praktisches? Ich gerade nicht. Ich hab ein Urteil. Ja, töte mal Prinz Aka. Hast du einen Strahl oder so? Nein. Bist du... Nein, ich habe nichts Praktisches. Wir werden also der Theoretiker in der heutigen Folge, okay? Das geht nicht gut aus. Ich kämpfe nicht, ich rechne nur die Wege aus, wie ich ihn töten könnte, wenn ich wollte. Willst du denn? Nö, du tötest ja den Boss. Offensichtlich. Du hast Aka auf deinem Gewissen. Urteil schuldig. Oh. Das war der... Erich, du bräuchst einen Richterhammer. Ja. Ja, das war meine Faust, aber das zählt schon, oder? Ah, du hast einen Strahl. Perfekt. Ja, natürlich habe ich einen Strahl. Ich bin ja top vorbereitet. Wir gehen jetzt zu dir. Ich habe meinen College-Blog, wo ich alles mitschreibe. Ich skripte nebenbei das Video. Nein, Spaß, bin ich. Ey! Ich hab eine rote Palme bekommen. Wir haben es geschafft. Ich nicht, warum ich. Ey, warum ich den Palm bekommen? Ich könnte dich verkaufen. So, Erich, auf zu Kokotap möchte ich meinen, ne? Ja, würde ich auch mal so sagen. So, und hören wir dann uns mal wieder einen Wetterbericht an von Herrn Naidu. Warte, mein Morgenbericht, was auch immer. Geworden. Haben wir eigentlich schon so Zauber geholt? Ja, doch, haben wir. Ja, du hast dein Urteil. Ich bin ein bisschen sagen, verwirrt, ja. Erich. Das ist 3 Folgen her. Und du nennst mich alt. Oh Gott, ich guck grad Hedge an. Bloß weggucken. Warum guckst du denn Hedge? Achso, weil wir. Ich hab doch erzählt, wie Nilpferde kacken, ne? Ich richte ja gerade den Po zu Hedge. Los! Kräftig drücken! Oh, Erich! Oh, Erich, du hast alles abgefangen! In dem Moment kamst du angeportet! Oh, Erich! Oh, alles geht an dir! Und Vieh ein neues Federkleid geben. Das neue Fiederkleid. Gott. Du hast es geschafft. Ah, danke. Ich weiß. Ich habe Beweis deines Mutes. Ich dachte, niemand würde es je. Ja, Willi und Tim, das ist einfach ein sagenhaftes Team, Krokotep. Wie du siehst, war ich es, der diese Hindernisse erschuf. Als ich aufwachte, fürchtete ich, dass diese Fremden mein Zuhause einfach ausgraben würden. Ach, Krokotep. Aber du, ein Fremder, hast mir gezeigt, dass Krokopatra weitaus schlimmer ist. Ich hoffe, ich kann mich revanchieren. Erich, wir sollten Krokopatra echt mal in den Kragen gehen, ne? Es ist Zeit. Finde ich auch. Hast du das noch mit dir in der Affäre? Ich meinte es auch anders, nicht umbringen. Du musst den Tempel natürlich des Sturms betreten und die mächtige Krokopatra besiegen. Nur dann kannst du das Krokonomikon bergen und dafür schaffe ich Krokotep nicht in die Hände des Blöds. Ich dachte eigentlich, ich verführe sie einfach. Ich dachte eigentlich, ich werde ewig dein Wurstfeld verfallen. Jetzt schmeißt du nicht ein Krokodil ran. Erst das Wurstfeld hat noch kein einziger Willen Wizard bekommen. Falls ihr euch fragt, was doch, Wurstfeld ist, bis es zur Staffel 1. Staffel 2, Folge 1. Hat es? Du hast davon erzählt, bin ich mir ziemlich sicher. Wizard? Ja. Wir haben eben bis es so aufgenommen, ist bist du dir ganz sicher? Ist schon ein Weilchen her, aber es hast du mir mal erzählt. Okay. Eine von den ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, nachdem du angefangen hast zum Kindergarten, hast du davon erzählt. Okay. Wir hatten nochmal irgendwann diese Wurstfolge. Oh, wie nett. Ein Zorwächter wird uns unterstützen. Auf dem Weg zu Krokopatra. Oh, wer redet da? Warum redet ihr Sohn? Ja? Ich mach dich kalt. Sohn der Stürme. Ja, aber wir kümmern uns nicht um Krokopatra, denn in der nächsten Folge schnacken wir mit Marek und dann geht's in Engozes Grab. Gemeinsam mit einem Gast. Ne, Eriksche? Ja, wir hatten gerade erst einen Gast, aber es gibt gleich den nächsten. Wir liefern hier richtig. Ja, wir hatten nämlich angekündigt, Thais aber zurückzuholen für die Staffel. Und das haben wir getan. Ihr ahnt es nicht. In der letzten Folge war Thais mit dabei. Und Sarah hat sich dieser munteren Truppe dann angeschlossen. Und sie hat geliefert in der letzten Folge. Auf jeden Fall. Vor allem ein paar Tränen. Ja, und das ist tatsächlich der Enddungeon hier von Krokopatra. Aber Erik. Ja? Bevor wir diese schnucklige Folge beenden, habe ich gehört, holst du dir nochmal einen Wetterbericht ab. Wetterbericht? Boah, halt, was es Neues gibt für einen Tratsch. Klatsch und Stratsch über Krokopatra. Sag mir, Naidu, schieß mal los. Mein
mein zuverlässiger Klatsch- und Tratschhändler. Ich höre dir aufmerksam zu. Aus dem Wetter wäre auch noch ganz cool zu haben, wenn du so lieb wärst. Machst du sowas auch? Der Klatscher! Da das begeistert ihn. Ja. Ja, okay. Hm. Brauchen wir einen Regenschirm oder geht das ohne? Ich kann die Oma fragen. Zwei Regenschirme. Also Nick, folgt erstmal das Wetter. Also, ich habe gehört, Tempel des Sturms, minus 4 Grad, Gewitter. Also Mario Schnee. Nicht Marek. Samir empfiehlt zwei Regenschirme für jeden von uns. Hagel, Schnee, was meinst du? Bei minus 4 Grad? Ja. Ich glaube tatsächlich Hagel. Tatsächlich Gewitter, ne? Also wie gesagt, er empfiehlt zwei Regenschirme, der werte Herr hier. Und du glaubst nicht, dass er schon wieder Gerüchte aufkommt. Ich dachte, teilen sich romantisch ein. Nein. Ist aber ehrisch. Lass uns nicht von der Liebe hier raus. Zurück. Ehrisch, ich glaube, das tut deinem Phönix gar nicht gut. Meinst du? Ja. Du meinst, er könnte da vielleicht gelöscht werden? Ja. Viel, du packst das, oder? Du bist doch gut gegen Eis, ne? Du bist doch ein Feuer-Pokémon. Ja, das bist du. Voll Pokémon. Ja. Krakra, aber wie gesagt, Krakra. Nick, du glaubst die Gerüchte nicht. Das ist wieder, ich bin bereit. Absolut krass heute. Ja. Du siehst doch diesen Brunnen, wo wir stehen, ne? Den was sehen? Den Brunnen, wo wir hier vorstehen. Achso, ja. Samir meinte gerade eben, dass das eigentlich kein Wasser ist. Sondern? Das ist eigentlich grüne Lebensmittelfarbe, die ganze Zeit hier aus den Krokodilmäulern gepumpt wird. Das hat niemand herausgefunden, da ist doch jemand reingetaucht und ist gleich mal dran gestorben. Die Leiche müssen doch irgendwo im Grund zu finden sein, such mal danach. Was ist das für eine Lebensmittelfarbe? Giftige Lebensmittelfarbe, ich meine. Erinnerst du dich noch am Anfang der Staffel, als sich jeder beschwert, das Wasser hier so schrecklich ist in Krokotopia? Ja. Jetzt weißt du auch warum. Was die hier reinmischen, ist eigentlich echt gegen alle möglichen Regeln. Das ist ungut. Das ist echt ungut. Das schmeckt bestimmt wie mein Ekelcocktail neulich, da hatte ich bei einem Saufabend Ekelcocktail dazu gehabt und das war erstmal ganz normal Sprite als Grundlage, weil es relativ geschmacksneutral noch ist. Da habe ich mir seit einem halben Jahr geöffnetes Salatdressing reingetröpfelt, mal richtig schön reingeschüttet. Dann noch meine Fuego-Soße, die scharfe Soße, die ich noch von meinem Trash-Einkauf hatte. Die gibt's ja auch noch. Und das alles wurde umgerührt mit einer Wurst für das gewisse Wurstwasser da drin. Ihh, wie hat's geschmeckt? Was glaubst du? Also am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert, aber je dichter ich wurde, irgendwann habe ich angefangen, die Wurst auch zu essen, weil als sie dicht war. Lass mich warten, am meisten fällt erst wahrscheinlich die Soße, oder? Ja. Natürlich. So richtig schön scharf zitronig. Achso, nee, das Salatdressing. Ich dachte, du meinst Salatdressing. Echt? Ja, die Soße hat nur scharf geschmeckt. Es hat wie scharfes Salatdressing mit fleischiger Note geschmeckt irgendwie. War die Sprite überhaupt nicht mehr zu erkennen? Nee! Mein Beileid. Die hätte ich auch weglassen können. Die hat nur viel Flüssigkeit gesorgt. Boah, ja, okay, das ist eigentlich schon traurig. Ah, was habe ich da getan? Ich habe gehört, ich brauche eine zweite Staffel. Kommt sowas. Oh Gott. Da darf Nick sein Experimentierverbot ausleben. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Oh nein, jetzt kündige doch nicht eine zweite Staffel von Nick's Trash-Einkauf an. Ich muss die Scheiße probieren, du nicht. Das stimmt, deswegen möchte ich es ja auch. Ehrlich? Ja. Man hört dir dein fieses Grinsen gerade einfach an. Ich grinse halt echt gerade total fies. Man hört es dir an. Also dann, Ehrlich, ich habe gehört, bei Samir beenden wir die Folge. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht spreche ich ja im Staffelfinale mit ihm mal. Okay. Aber vorher stelle ich mich repräsentativ im Hintern vor ihm. Hier, guck weg. Oh Gott! Ah! Oh, mitten an ihn ran! Oh! Voll an den Latz geknallt! Ah! Samir, nimm ein Bad im Wasser bitte. Aber nicht in diesem Wasser. Geh zum Brunnen, das ist besser. Erisch. Ja. Hab ich noch gar nicht gesagt? Was? Ich dachte, du übernimmst die Verabschiedung. Beim Kopf hatte ich schon gesagt. Nee, hab ich nicht. Ja, wie soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt alle Spaß mit der Folge und liked das Video. Und schaltet auch bald wieder ein, wenn es heißt, Marek wird uns eine Runde ins Grab begleiten. Und wir treffen James, eine weitere Legende. RC Kivu, nur es ist James.
Kibuno, es ist James. Okay. Erik, es ist James. Es ist tatsächlich James. Ja, wir treffen James. Wer ist James? Seid gespannt. Wir nehmen Wetten in den Kommentaren entgegen. Wer ist dieser legendäre James? Schreibt es in den Kommentaren ab und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.